Internet, in dem wir alle kleben, unser Beben weckt versteckte Spinnen. Ein ganz surreal und komisch wirkendes Zitat, aber ich habe das mal hier in der Stadtbahn in Stuttgart gelesen. Und zwar werden da immer so von berühmten Dichtern, ein bisschen bekannteren oder auch unbekannteren Dichtern, werden da Sprüche oder Gedichtsteile oder ganze Gedichte oben hingeklebt, um so ein bisschen dem Ganzen so einen philosophischen Touch oder spirituellen Touch zu geben. Und dieses Zitat klingt so komisch, dass ich auch erstmal gestutzt habe, aber dann überlegt habe, was eigentlich dahinter steckt hinter dem Zitat, und es dann wirklich relativ interessant fand. Also um es nochmal zu sagen, Internet, in dem wir alle kleben, unser Beben weckt versteckte Spinnen. Und was ich da rausgelesen habe, war im Prinzip, wir sind alle verstrickt mit dem Internet. Wir sind alle verstrickt mit, jetzt geht's hier in den Tunnel. Muss ich einmal drüber. Yeah. Fühl mich hier wie eine Toskana, hä? Hey. Kann man hier rüber, dass es einkracht? Ja. So. Also wir alle sind verstrickt mit dem Internet, aufs das Tiefste. Vor allem die junge Generation. Und selbst wenn wir nicht persönlich individuell verstrickt sind, unsere ganze Gesellschaft, man kann es auch auf die Makroebene heben, unsere ganze Gesellschaft ist verstrickt im Internet. Die ganzen Banken sind vernetzt übers Internet. Wenn man sich nur mal, klar, ist ein Hollywood-Film, aber es macht schon nachdenken, wenn man sich mal Stirb langsam 4.0 anguckt oder so, wo es dann diesen Fire Sale gibt, wo alles nur durch ein paar Hacker heruntergefahren wird und die Welt ins Chaos gestürzt wird. So weit hergeholt finde ich das gar nicht. Und wir alle sind also verstrickt, nicht nur wir selbst persönlich, mit unserem persönlichen Facebook, mit unserem WhatsApp, mit unserem Telefon. Die meisten Leute würden total am Rad drehen, wenn ihr Handy dann plötzlich mal für 2 Wochen weg ist und sie sich auch kein neues kaufen könnten und so weiter. Also Internet, in dem wir alle kleben, da sind wir alle fest verklebt. Wir und die Gesellschaft sind fest im Internet verklebt. Unser Beben weckt versteckte Spinnen. Also unser Beben, unsere Aktivität, unsere enorme Verstrickung ist so stark, dass jede klitzekleine Bewegung, weil wir überall vernetzt sind im Internet, unsere kleinsten Bewegungen in jedem Lebensbereich löst ein Beben aus. Also ein Beben in diesem Netz. Und dieses Beben weckt die versteckten Spinnen, die dann hinten rauskommen, die dann aufwachen. Und die versteckten Spinnen sind die Menschen, oder damit sind die Menschen gemeint, die Schlechtes wollen, die das Internet, die uns ausnutzen wollen, die uns über das Internet schaden wollen, die für sich selbst etwas herausholen wollen. Wir reden jetzt von Hackern zum Beispiel oder von Trojanern, die natürlich auch von Hackern gemacht wurden. Oder von Daten, von Leuten, die unsere Daten missbrauchen, von Werbefirmen, die unsere Daten für Werbung missbrauchen. Und wirklich auch von Leuten, die uns wirklich auch persönlich, weil sie ein Ego-Bedürfnis haben, uns nicht mögen oder wir irgendeinen Streit mit denen haben, die uns wirklich schaden wollen, uns persönlich. Indem sie unser Facebook hacken oder indem sie, oder uns einen schlechten Ruf oder uns mobben übers Internet und dabei anonym bleiben und so weiter. Und ich dachte einfach, dieses Zitat hört sich so komisch an, aber im Endeffekt steckt so viel dahinter, hinter diesem kuriosen Zitat, wo sich eigentlich, glaube ich, die wenigsten Gedanken machen würden. Die lesen das und denken, was soll denn das bedeuten? Und dann sind sie wieder in ihrem Kopf oder an ihrem Handy in WhatsApp schreiben. Also gerade das, was es eigentlich aussagt, das Zitat. Damit wird sich dann wieder abgelenkt. Und ich dachte, es ist ein tolles Zitat, wo man viel drüber nachdenken kann und wo man vielleicht auch so einen Einblick bekommt und so einen Zugang bekommt zu diesem Thema. Also das dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.